Die neuesten Schlagzeilen. Letzte Nacht um 4 Uhr früh hat ein Brand in der National Gallery einen verheerenden Schaden angerichtet. Man vermutet, menschliches Fehlverhalten sei die Ursache gewesen. Obwohl das Rauchverbot im Museum höchste Priorität hat, wurde ein Zigarettenstummel gefunden. Die National Gallery gilt mit 6,5 Millionen Besuchern und Besucherinnen pro Jahr als eine der meistbesuchten Gemäldegalerien auf der Welt. Ihre Kunstsammlung umfasst rund 2300 Stück. Werke aus dem 15. und 16. Jahrhundert, Werke von Meistern der Spätrenaissance und Kunst des 18. Jahrhunderts findet man in der Galerie. Gerade erreichen mich neueste Informationen zum Brandschaden. Die berühmten Gemälde Die Gesandten von Hans Holbein dem Jüngeren und Die 15 Sonnenblumen von Vincent van Gogh wurden fast gänzlich verbrannt. Was für ein Verlust für die Welt der Kunst. Unsere Auslandsmoderatorin Sophie Müller ist gerade vor Ort, um Passanten zu diesem Verlust zu befragen. Dieses Bild heißt Die Gesandten, wurde von Hans Holbein dem Jüngeren gemalt. Das war im Jahr 1533. Welches Gefühl löst dieses Bild bei Ihnen aus? Also ich muss bei diesem Bild immer an meinen Mann denken, der mir eine Kopie dieses Bildes vor 30 Jahren geschenkt hat. Und was glauben Sie, wollte der Künstler damit ausdrücken? Also die Männer sehen sehr stolz aus. Wie sehen Sie diesen Raum? Also der entspricht schon sehr meinem Geschmack. Es ist alles sehr dunkel, flashiges Grün, hätte ich jetzt noch ein bisschen dunkler gemacht. Also flashiges Grün im Vorhang. Ja, diese Tischachse, die verbindet sie auch, ist wie eine Verbindung zu denen. Das heißt, ich würde sagen, er wollte damit auch die Freundschaft zwischen diesen Männern ausdrücken. Und ja, der Boden ist mir vielleicht ein bisschen zu sehr dekoriert, aber ja, sieht sehr prachtvoll aus. Links befindet sich eben dieser prachtvoll angezogene Jean. Und in der Mitte sieht man den vollgeräumten Tisch, was mich daraus schließen lässt, dass sie viel Arbeit zusammen machen. Und ja, im rechten Teil befindet sich eben dieser George. Die Gemälde Die Sonnenblumen wurden 1888 von Vincent van Gogh gemalt. Es war Teil einer Serie von Bildern, die entstanden ist, um das Schlafzimmer eines Freundes von ihm zu schmücken und seine Dankbarkeit für ihre Freundschaft auszudrücken. Welche Farben können Sie da erkennen? Ja, sehr viel Gelb und Ockerfarben. Ja. Der Hintergrund ist sehr flashig. Worauf achten Sie zuerst? Also ich finde, die Sonnenblume hier in der Mitte ist sehr dominant. Und was könnten Sie über die Achsen in diesem Bild erzählen? Also ich sehe hier erstmal die horizontalen Linien. Ich spüre da eher etwas Tiefes, Schwarzes, Dunkles. Okay. Und ich hätte dann dazu auch noch einen Song geschrieben. Also Sunflowers in my head. Was glauben Sie, soll sich der Betrachter dabei denken? Oh, das ist ja urlieb. Also ich als Betrachter finde, das ist sehr viel Flower Power. Ja, die zwei äußersten Sonnenblumen lassen mich in die Mitte blicken, da sie wie ein V in die Mitte gehen. Und dadurch lenken sie meinen Blick auf die Sonnenblume hier in der Mitte. Okay. Genau. Dann vielen lieben Dank und weiter geht's mit Wetter Sabille. Danke, Sophie Müller. Weiter geht es aber noch nicht mit dem Wetter und Sabille, sondern mit der Geschichte und der Architektur der Gemäldegalerie. Die National Gallery wurde 1824 gegründet, nachdem die britische Regierung die Kunstsammlung eines russischen Bankiers gekauft hat. Vorerst wurden die Gemälde im Haus des Bankiers aufbewahrt, doch als 14 Jahre später mehr Platz vonnöten war, musste ein passendes Gebäude errichtet werden. William Wilkins, der Architekt des Gebäudes, integrierte die Säulen des Portikus in die Fassade. Zwischen 1872 und 1876 wurde wegen erneutem Platzmangel ein Ostflügel mit einer achteckigen Vorhalle dazugebaut. 1991 wurde der Sainsbury-Flügel hinzugebaut und gilt als der wichtigste Zubau des Museums. Und jetzt das Wetter mit Sabille.